So, die ganze Nacht gestern habe ich noch gebraucht, um unser Büro fertig zu tapezieren. Ich habe ja gestern angefangen. Das Endergebnis gibt es nachher zu sehen. Das Problem ist einfach, man sieht, ich habe auf dem Kopf einen Notfall. Das muss geändert werden, also ab zu Tina. Okay, es kann losgehen. Das Thema ist einfach, auf dem Land, im Westerwald, besonders im Westerwald, versuch mal einen gescheiten Friseur zu finden. Und ich habe das Glück, dass ich Tina kenne, weil das ist wirklich, die weiß einfach, wie mir die Haare geschnitten werden müssen, damit ich vernünftig aussehe. Und ich bin mal gespannt, was sie heute mir auf den Kopf zaubert. Ich will halt wieder vernünftig aussehen. Und meine Empfehlung, Tina ist die Beste. So, wir sind angekommen. Haareszeit, den Herrspach kann ich euch einfach nur empfehlen. Ich lasse mir heute eine Glatze schneiden. Seid gespannt. So, Tina, lasst laufen. Schön. So, das ist die Frau, die das möglich macht. Wie viele Jahre komme ich schon zu dir? 10 Jahre. 10 Jahre, nein, bestimmt. Nein, mehr. 10 Jahre. 13 ich habe dem Basten schon gesagt, versuch mal im Westerwald eine vernünftige Friseurin zu finden, die das mit dem Undercut auch hinbekommt. Ne? Sebastian, wie sind die Haare geworden? Geht so. Ist freigegeben. Ja. Sieht die Haarfarbe anders aus? Geht so raus. Geht so raus. Nee, Tina, hast du wieder super Arbeit geleistet. Ich danke dir. Danke. Übrigens, den Artikel habt ihr gesehen, ne? Der Laden ist angesagt. Hier gehörst du hin. Endlich habe ich mir einen Kaffee verdient. Ich habe gestern bis spät, 8 Uhr abends, unser neues Büro tapeziert. Ich persönlich. Bastian hat sich verpisst, Victor hat sich verpisst. Mein Vater, meine Mutter, die wollten mir alle nicht helfen. Ich habe alles alleine gemacht. Aber das Ergebnis ist gar nicht so schlecht. Ich ziehe mir jetzt einen Kaffee und dann gehen wir uns das mal angucken. Bang! Ja! Ich finde, das wird richtig cool. Wir sind noch nicht ganz fertig. Hier müssen noch ein paar Leitungen gelegt werden. Ein paar Ecken müssen noch schön gemacht werden. Die weiße Stelle wird noch schwarz gemacht. Das da hinten machen wir noch schwarz. Die Schränke kommen. Die Couch kommt. Und gleich bauen wir noch diese Glasvitrine auf. Und dann denke ich, sind wir fertig. Ne? Denke ich auch. So, das Thema ist jetzt folgende. Bastian geht jetzt 2 Wochen in Urlaub. Wir machen eine kleine Pause vor 2 Wochen. Aber ich habe ganz viel neues Zeug. Schleppschuhgeschichten, formieren. Mit der Deekspeed machen wir weiter. Und noch viel mehr, was ich mir da überlegt habe. Und dann werden wir noch diesen RS3 tunen. Die Geschichte. Rohrleitung, schweißen. Das wird richtig interessant. So, von daher, schönen Urlaub, Bastian. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.